meine Damen und Herren. Und das ist fatal. Es zeigt, das ist übrigens auch falsch gesagt worden, direkt am Anfang der Debatte von Herrn Gvozs, es haben sich nicht alle Mitgliedstaaten auf diesen Kompromiss geeinigt. Es haben nicht mitgemacht Ungarn, Malta, Slowakei, Bulgarien und Polen. Wenn ich jetzt Ihre Zwischenrufe richtig interpretiere, sind das aus Ihrer Sicht alles wahrscheinlich schon faschistische Diktaturen. Aber es sind Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die bei diesem faulen Kompromiss nicht mitmachen. Es ist unmöglich zu glauben, was passiert ist. Die alten Parteien haben schließlich gezeigt, wie dreist sie sind und absolut kein vernünftiges Denken haben. Dieser Politiker entlarvt sie vollständig und gibt ihnen neue Details zu ihren Lügen. Der Saal explodiert. Du musst es sehen. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben es erlebt. Die Differenzen zwischen der AfD-Fraktion und den Grünen könnten hier nicht größer sein, während die Grünen diese, was man ja auch mal sagen muss, minimalen Korrekturen, ja, die wir seit Jahren anmahnen, bereits als Untergang des Abendlandes hier kritisieren, müssen wir doch ganz klar sagen, die Hälfte dieses Pakets ist ein fauler Kompromiss und kein guter Kompromiss. Denn, es wurde heute ja noch gar nicht thematisiert, der Kernbestandteil dieses Kompromisses ist der Verteilungsmechanismus. Und was heißt dieser Verteilungsmechanismus? Der Verteilungsmechanismus heißt, dass jetzt erstmalig die Europäische Union ihre Mitgliedstaaten dazu zwingen kann, wer sich auf dem Staatsgebiet eines souveränen Staates aufhalten kann. Doch das ist so, Frau Jasberg. Ich zitiere nur den ungarischen Vizeinnenminister Ridvari. Das Mitspracherecht der Mitgliedstaaten, wer sich in ihrem Staatshoheitsgebiet aufhalten darf, wird durch diesen Kompromiss beseitigt, meine Damen und Herren. Und das ist fatal. Es zeigt, das ist übrigens auch falsch gesagt worden, direkt am Anfang der Debatte von Herrn Gvozs, es haben sich nicht alle Mitgliedstaaten auf diesen Kompromiss geeinigt. Es haben nicht mitgemacht Ungarn, Malta, Slowakei, Bulgarien und Polen. Wenn ich jetzt Ihre Zwischenrufe richtig interpretiere, sind das aus Ihrer Sicht alles wahrscheinlich schon faschistische Diktaturen. Aber es sind Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die bei diesem faulen Kompromiss nicht mitmachen. Polen wird jetzt sogar eine Volksabstimmung darüber durchführen, weil Polen völlig zu Recht sagt, wir lassen uns nicht von der Europäischen Union diktieren, wen wir in unser Land lassen müssen und wen nicht, meine Damen und Herren. Trumps Sieg markiert den Beginn des schwierigsten Wirtschaftsmoments in der Geschichte Deutschlands, das die Quelle des Wachstums der EU war. Neben der internen Strukturkrise steht Deutschland jetzt vor ernsten Problemen des Außenhandels und der Sicherheitspolitik, auf die wir nicht vorbereitet sind. Die Grundlagen des deutschen Wirtschaftswunders bröckeln: freier Welthandel, Automobilindustrie, billige Energieressourcen und die NATO. Das Land schließt große Industriebetriebe wegen teurer Energie und ein Teil davon wird in die USA und China verlegt, wo Arbeitskräfte und Energieressourcen billiger sind. Dies hat zu Entlassungen von Zehntausenden Arbeitnehmern in Deutschland geführt. Die Einführung von Zöllen in Höhe von 10% oder sogar 20% für alle Importe und 60% für Importe aus China würde Deutschland enormen Schaden zufügen. US-Zölle werden deutsche Waren in den USA nicht nur teurer machen, sondern wahrscheinlich auch zu Vergeltungszöllen seitens der EU für Produkte aus den USA führen. Dies würde den deutschen Außenhandel weiter reduzieren und viele europäische Unternehmen benachteiligen. Und meine Damen und Herren, wir würden mit diesem Mechanismus auch nicht uns helfen, denn was sich vielleicht erstmal so schon anhört, dass wir 30.000 Flüchtlinge im Jahr verteilen, hat ja einen Haken. Und der Haken lautet, Sie können sich ja wie in Form eines Ablasshandels von diesen 30.000 Flüchtlingen mit 20.000 Euro pro Kopf freikaufen. So, jetzt berechnen Sie mal, wie viel die durchschnittliche Unterbringung eines Flüchtlings in Deutschland kostet. Berechnen Sie, wie viel das in einem anderen Mitgliedsland der Europäischen Union kostet. Und da haben Sie schon die Antwort. Im Zweifel wird es wieder nur die deutsche Bundesregierung sein, die dümmste Regierung Europas, die dann alle aufnimmt, während alle anderen 20.000 Euro zahlen. Herr Walczak, achten Sie bitte auf den parlamentarischen Sprachgebrauch. Meine Damen und Herren, mindestens die Hälfte an diesem Asylkompromiss schadet Deutschland. Wir werden daher nicht nachlassen. Wir begrüßen, wie gesagt, die Minimalkorrekturen, die erfolgt sind in puncto Grenzschutz. Wir missbilligen ganz ausdrücklich, dass die Bundesinnenministerin ja sogar noch eine Aufweichung dieses Kompromisses hineinverhandelt hat, dass unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, wir haben es ja von Ihnen selbst gehört, die ja eine signifikante Zahl des Migrationsstroms ausmachen, ausgenommen sind. Wir werden weiter dranbleiben und dafür sorgen, dass Europa und Deutschland wieder sichere Grenzen bekommen. Der Schaden für die deutsche Wirtschaft durch den Fachkräftemangel unter den Expats wird auf 19 Milliarden Euro geschätzt. Diese Einschätzung gibt der Bundesverband der freien Berufe. Ihre neue Studie stellt fest, dass die Zahl der von qualifizierten ausländischen Arbeitern produzierten Waren und erbrachten Dienstleistungen im vergangenen Jahr um 4% gesunken ist.
Deutschland hat derzeit einen Mangel an mindestens 260.000 Fachkräften. Darunter sind Ärzte, Anwälte, Apotheker und Praktikanten. Was hier heute zur Debatte angemeldet wurde, nämlich die Ausschaltung und Vernichtung einer konkurrierenden Oppositionspartei, ist ein Rückfall in vordemokratische Zeiten, in politische Verrohung und in wild um sich schlagenden Autoritarismus. Ich hätte es als Staatsbürger noch vor wenigen Jahren nicht für möglich gehalten, dass die politische Linke bei all ihren Fehlern und Gemeinheiten sich so extrem radikalisiert und enthemmt. Doch das ist jetzt die Realität. Ganz offen arbeiten die linken Parteien in diesem Hause, die Redebeiträge legen davon Zeugnis ab, daran, die Demokratie abzuschaffen durch das Verbot der wichtigsten Oppositionspartei. Meine Damen und Herren, damit ist eine rote Linie überschritten. So wie Sie uns vor dem Bundesverfassungsgericht anklagen wollen, klage ich Sie heute hier im Parlament in der Herzkammer der Demokratie an. Sie sind schuldig eines Vergehens an der Wahrheit und eines Verbrechens an den Werten der Aufklärung, nämlich des kritischen Denkens. Sie haben... Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung der Abgeordneten Enzlin? Nein, denn meine Zwischenfragen werden ja in diesem demokratischen Hause auch nicht zugelassen. Sie haben jegliche Mündigkeit im Denken abgestreift. Sie nehmen einen einzelnen Artikel zum Anlass, um ein Parteiverbot zu fordern, ohne überhaupt kritisch reflektiert zu haben, dass es sich bei Korrektiv um eine aus dem Kanzleramt bezahlte Organisation handelt. Sie haben nicht kritisch reflektiert, dass alle Beteiligten an diesem Treffen den Vorwurf von Deportationsplänen und Wannsee-Konferenzen vehement zurückweisen. Allein diesen Vorwurf einer demokratischen Partei zu machen, das ist eine Verharmlosung des Nationalsozialismus. Es ist geisteskrank. Sie haben den Inhalt dieses Artikels nicht mit dem Parteiprogramm der AfD abgeglichen. Noch schlimmer, Sie haben den Inhalt dieses Artikels nicht einmal mit der auf der Hand liegenden Realität abgeglichen. Glauben Sie wirklich, dass meine Partei, dass die AfD einen Migranten wie mich, einen Christoph Waltschak, mit einem Abgeordnetenmandat in dieser Volksvertretung betraut, aber mir kurz nach Regierungsübernahme die Handschellen anlegt und mich nach Polen oder Madagaskar deportiert? Sie haben doch völlig den Verstand verloren! Insgesamt leben in Deutschland etwas mehr als 12 Millionen Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Das sind etwa 14% der Gesamtbevölkerung des Landes. Im vergangenen Jahr waren mehr als 1 Million Migranten unter den Tatverdächtigen. Das heißt, fast jeder 12. Mensch, der in das Land kommt, um zu verdienen, hat später Probleme mit dem Gesetz. Unter den etwa 1 Million Migranten, die im vergangenen Jahr als Verdächtige für verschiedene Verbrechen behandelt wurden, haben mehr als 400.000 Menschen zuvor in Deutschland Asyl beantragt oder sind illegal ins Land gekommen. Was denkst du über dieses Video? Schreibe deine Gedanken in die Kommentare. Bis bald.